Und somit herzlich willkommen zurück zu der Crew mit Remo. Okay, Remo ist nicht da. Ach, Felix. Moin, moin. Und Carbone. Hallo. So, wir müssen, wohin überhaupt? Miami, gell? Jo. 39 starke Kilometer. Sollte zu schaffen sein. Ich muss einmal angeben, danke. Tut mir leid. Ich hab dich wirklich jetzt bei mir gar nicht berührt. Sah bei mir anders aus. Deswegen hat sich auch nicht dermaßen den Vergewaltigungstransporter nahegezogen. Was? Vergewaltigungstransporter? Ja, so diese komplett schwarzen. Hauptsache meine Räder drehen einfach dauerhaft durch. Scheißegal. Da war eine Sehenswürdigkeit. Muss ich noch mitnehmen. Es war mir so klar. Hier kommt noch eine. Hast du sie schon oder was? Ja. Mein Block tut echt die Sicht ein bisschen versperren nach rechts. Warte mal, ich gehe auch mal in der Innenansicht. Oh, ja, meiner auch überhaupt nicht. Tja. Aber die ersten drei Gänge muss ich mit Vorsicht genießen. Ich auch. Vor allem in Kurve. Da kloppt er mir so den Aha. Den Aha. Den Anus weg. Oh, sorry, Kai. Ich sehe nichts nach rechts, wie gesagt. Ich fahre einfach mal ganz chillig. Ich auch. Im Vergleich zu euch halt. Die Autos müssen einmal getreten werden. Genau. Gebügelt. Ja, mache ich auch. Aber halt gebügelt, nicht so. Vergewaltigt werden, egal, such's dir aus. Oh, Tempertest auf der Plattform. Es ist einfach nur so logisch eigentlich, was ich aus dem Charger gemacht habe. What the fuck? Bei 309 schaltet der bei mir im 6. Ja, bei mir auch. Und das ist ein Charger. Ja. Ja, ein 69er Charger. Das muss ja, man sich. Ich besitze einen Camaro. Aus dem Jahr. Auch 69, ja? Oh, Plug-in. Ja. Oh, scheiße. Oh, wir hätten da irgendwo abbiegen müssen. Jo. Hab ich gerade auch gemerkt. Oh, der scheiß Speedtest, ich schaffe nicht mehr Bronze. Ach doch. Alter, was hat denn der LKW hier? Platin. Vor mir wächst sich ein Auto. Das ist cool, Luft. Weil das einfach nur gerade rausgeht. Mhm. Ich hab's aber trotzdem nur Silber. Ey, das ist eklig mit dem Durchdrehen, ganz ehrlich. Alter, der ist biestig auf der Hinterachse, das ist nicht mehr normal. Biestig. Wollte ich einfach mal das Wetter ändert in Washington. Au. Das bemerke ich jedes Mal, wie sich das Wetter ändert. Ach, da kommt der niedliche V8. Das ist kein V8. 1,5 Liter V8. Das ist eine Krankheit. Ja, kann man. Wow! Wow! Das war der V8. Ja, das habt ihr mit eurem Scheißbauer. Also, ich bin bei 300. Bei 340 und ich bin immer noch nicht im 6. Und die Karre hat einen 6. Meine hat einen 7. Hast du nicht gerade gesagt, der schaltet bei 309 im 6. Nee, im 5. schaltet er bei 309. Trotzdem Crash immer noch Ding geschafft. Aber er hat einen 6. So wird er zumindest ausgeschrieben. Alter, aber nicht mehr zu kontrollieren in irgendwelchen Kurven mit 345. Welchen, wo bleibst du? Ist meine Stufe irgendwie um 70. Ja, ich gebe ja schon Gummi. Ja, geil, ich habe nur Bronze geschafft, bitte. Hauptsache, da zeigt es mir Goldmedaille an, ewig weit hinter mir. Ja, das ist irgendwie komisch manchmal. Mhm. Der Verkehr hier, ne? Ich mach's nochmal, aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Weil Bronze hat mir einfach schon plus 10 gebracht. So einen richtigen V8 im Tunnel kann nichts ersetzen. Alter, Hammer. Hab ich mir gerade so gedacht, ey. Ich warte mal. Wenn die Dinger nicht so biestig werden, ne? Ja, das ist, aber mittlerweile kann man es relativ gut bändigen. Vor allem, man achtet nicht auf den Tacho und wenn man es dann mal tut, ist man schon bei 340. Und im Gegenverkehr. Nee, weil. Das ist halt immer ein Risiko. Wenn ich drauf gucke, ist es meistens von der Kurve und wenn dann da steht 340, ist das nicht witzig. Boah, Felix, wo bist du unterwegs? So weit vorne. Ich war mal kurz Piano. Alles klar.
Ich bremse von 340 innerhalb von 3 Sekunden auf 90. Ihr könnt ja ganz langsam fahren. Ist ja kein Problem. Ich fahr 50 gerade. Ach komm, ich fahr die ganze Zeit gar nicht auf der Straße. Der Standstreifen zählt nicht mehr zur Straße. Nein. Ach, fick du. Alter, wie langsam. Boah, das Kreuzfahrtschiff bewegt sich. Richtig nobel. War ganz langsam, aber es bewegt sich. So, jetzt machen wir es noch einmal. Ich will das schaffen. Ah, Felix, weißt du, was noch geil ist in der Innensicht bei den Autos? Ah. Der Tacho, der amerikanische. Oh, 160, ja. 160, 180 Meilen? Kein Problem, Tacho klebt erstmal und es geht weiter. Abartig. So, jetzt fahre ich diesmal mitten in der Straße und nicht wieder an den scheiß Auf wie lange brauchst du, Flashy? Ich bin jetzt bei dem scheiß Speedtester noch. Ach so. Ach, jetzt mein Unfall, was soll denn das? Jetzt könnt ihr mich langsam wirklich mal. Wenn es nicht so verpflichtet, ach, ich fahre jetzt gleich einfach direkt rein. Felix, ich muss einfach nur in der Mitte ach so. Da fahren. Ja, ja, dann sind wir nicht. Wenn es halt in Kurven bei so viel Verkehr so einfach wäre. Warte, fahr mal vor mich. Und dann guck mal nach hinten, während ich Gas gebe. Das sieht so übel aus, oder? Wenn die. Tja. Huch, wenn die yes, Klappen gut. aufgehen. Ja. Sauber. Das sieht böse aus, wenn du dahinter davor bist. Und auf einmal gehen sie auf und du denkst dir so, nicht. Nein. Bei dem hier gehen die gar nicht auf. Wow, doch gehen sie. Was? Hinter so einer Kurve warte ich auf dich. Stell dich mal. Du hast ja noch anderthalb Kilometer. Ja, ich weiß. Gehen sie, aber die gehen auf. Aber wollte schon nur mal sagen. Dass du vorbei jetzt eben haben sie sich nicht bewegt. Weil hier ist eine Sehenswürdigkeit. Okay. So schon sehe ich auf der Karte. Und hier ist ein Autoteil. Vielleicht möchtest du es ja haben. Ja. Ja. Also da, wo ich stehe. Mhm. Aber der Mustang sieht auch geil aus von mir. So, du stehst die Scheißkiste jetzt halt so weit. Dem fahre ich jetzt die Reste mit der Rest der Strecke einfach mal mit der Karre. So, wo ist die Schüssel? Da hinten irgendwo. Ach, ja. Mal einfach mit. Mhm. So, Felix, jetzt ist was auch was richtig Böses hinter dir. Da geradeaus. Sag mal Daten. Wo? Falsche Richtung, da hinter mir irgendwo. 824. Neben so einem geparkten Auto 919 Newtonmeter bei 1227 Kilogramm. Hast du okay? Aber der ist nur auf 1159, der ist nicht so hoch wie deiner hier. Halt. Hier. Sehr schön. Hinten, hier. Ach da? Warte, ich bin da vorbeigefahren. Komm. Oh, das ist mein erster. Einfach hier geradeaus. Ja, in den Südstaaten. Mhm. Gibt ja für jede Region. Müssen hier sowieso abfahren, ne? Kann die mir hier in die Knarre? Beide Schnee. Und tschüss. Und tschüss. Du leckst halt so nach vorne einfach nur. Wie schnell du einfach den Vorsprung rausfährst. Ja, wenn man schon über 300 fährt. Hm. 320. Und ein bisschen abartig, könnte man fast meinen. Das gar nicht so abartig, weil der einfach fast Standard ist, deshalb. Ja. Ich möchte ihn halt pushen auf der Fahrt. Na klar, warum nicht?
gibt's halt im Season Pass und haben nicht alle Auto, haben nicht alle Leute einen Season Pass, deshalb. Richtig. Ist halt eigentlich fast nicht lohnt. Sind exklusive Autos, die kriegst du sonst nicht. Mhm. Ich denke mir bei so einem Season Pass immer, dann spielt das Spiel einmal durch und in der Zeit kommt gar nichts und danach brauche ich es auch nicht mehr. Weißt du, was das Problem ist? Was? Was? Ein wahrer V8 ist es trotzdem nicht. Ja. Wollte der jetzt angeben, Kai? Keine Ahnung, sollen wir mal los? Jo. Oh, das sieht so geil aus, wenn. Oh, what the fuck? Wenn die beiden echten V8s loslegen. Boah, wie geil man einfach nur so geradeaus hier schön kann. Ich liebe Miami. Auch das Umfeld. Die Highway ist einfach nur geradeaus. Wow! Einfach nur schwarze Spuren. Und da kommt ein Slalom-Test, Leute. Da Beutetest, weiß ich jetzt nicht. 350. 260. Slalom. 352 ohne Nitro und die Karre ist noch kontrollierbar sogar. Ja, bei mir auch gerade. Ey, das war. Scheiß auf den Slalom-Test oder auch nicht? Ach komm, scheiße. Und jetzt zücken wir mal Nitro. Oh, 300. Oh, da kommt Carbon. Oh. Danke. Alter. Ja. Ja. Oh, da kommt Carbon. Wow. Evo mit seinem nur noch 70 Sekunden, 60 Sekunden Auto. Eleanor. Was, ja. 60 Sekunden? Ja, nur noch 60 Sekunden. Kennst du den Film nicht? Ach so, ja. Hallo, noch. Flashy. Hab Nitro. Ich bin in Level aufgestiegen. Wow. Wow. Wow, was passiert? Ich hab das Ding eingebaut. Ach so, wieder zurückgesetzt, ja. Mhm. Das ist so der größte Schmann der Welt. Ah, das passiert nur, wenn das Teil verbessert wird, also dann auch. Ja, klar. Okay. Trotzdem nervig. Ja. Rechts eine Sehenswürdigkeit möchtest du die haben? Logisch. Was möchte ich haben? Sehenswürdigkeit. Selbstverständlich. Ja, dann komm mit. Nicht auf die Brücke fahren. Ich bin da. Geradeaus. Wo? Einfach geradeaus fahren. Rechts. Da ist ein Feld auf dem Feld. Weg. Ich sehe, da kann ich. Ach, da hinten ist die Sehenswürdigkeit. Ja, genau. Oh, das ist keine Strecke für unsere Autos, Kai. Oh! Weißt du noch Enzo auf dem Bauernhof? Mhm. Trifft ganz gut jetzt halt. Ja, Ferrari, Ferrari. Alter! Meiner ist hier nur am durchdrehen. Ja, meiner auch. Bam! Ding Dong! Boah, meiner schreit einfach nur noch im ersten Gang bis 100, bis er dann endlich mal ein bisschen Grip kriegt. Wenigstens nur ein bisschen, dass er. Oh, what the fuck, über 100 kommt. Oh, oh mein Gott. Ich komme so rutscht einfach nur nonstop. Deiner ist auch ein Allradwagen und kein Heckantriebler durch und durch. Meiner ist ein Heckantriebler. Ja, meiner auch. Als ob das ein Allrad ist. Er hat welcher? Mal. Ich meinte der Flashy 58. Skyline. Ich hänge euch so ab, Mann. Oh. Ja, alles klar, Kai, das reicht. Er hängt uns ab, das glaubt doch nur er, ey. Nein, man muss hier abbiegen. Nee, bei mir wird jetzt angezeigt geradeaus. Oh, jetzt war ich so in so ein scheiß Flashy-Auto. Hängst du mich immer noch ab? Ich gebe ja auch kein Gas mehr. Ja, jetzt bin ich der Meistversuchte, ist klar. Lass mich doch. Weil ich zwei Polizeiautos gerammt habe.
Aber du kommst doch nichts Böses. Gut mit gerade. Wow. Dashi fährt Slalom mit 260 an. Freilich. Boah, Slalom passt mit dem Wagen. Einfach nur, weil er durch die Slaloms driftet, hey, anstatt jetzt zu fahren. Mir nach links an. Alter, der war genau hinter diesem Scheiß. Wo bist du, Flashy? Ich fahr die Slalom halt gerade. Boah, Nell. Ist das für ein Fell? Muss das schon. Sind ja mal völlig falsch gefahren. Ja, ich. Mein Weg musste über die runter und dann muss ich mitten durch mein durch. Ich könnte einfach mit dem Highway weiterfahren. Oh, ich fahre irgendwie gerade auch ziemlich falsch, fällt mir auf. Was? Gerade auch so nach links und dann dachte ich mir so, hä, muss ich jetzt wieder fahren? Was? Dein Internet ist scheiße? Mein Internet ist nicht scheiße. Ich mach grad bloß Pause. Internet ist AFK. Internet müde, Internet muss schlafen. Genau. Ich hab mal schnell das Internet ausgeschalten.